Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche erweitert. Dazu werde ich euch den Rechenweg erklären und das Ganze auch grafisch darstellen. Beginnen wir mit dem obersten Beispiel. Hier haben wir 2 Drittel und diese 2 Drittel sollen mit 4 erweitert werden. Zur Erinnerung, beim Erweitern werden Nenner und Zähler mit der gleichen Zahl multipliziert. Ich habe hier auch schon 2 Drittel grafisch in einem Rechteck dargestellt. Doch nun zur Rechnung. Wir müssen hier Nenner und Zähler mit der gleichen Zahl multiplizieren. Das bedeutet, wir multiplizieren 2 mit 4 und 3 mit 4. Also 2 mal 4 ist 8 und 3 mal 4 ist 12. Und unser Ergebnis ist dann 8 Zwölftel. Wie kann man nun grafisch erweitern? Erweitern heißt ja nichts anderes als den Bruch zu verfeinern. Da der Wert des Bruches gleich bleibt, können wir es uns sehr einfach machen, indem wir dieses Rechteck in 4 Spalten unterteilen, da wir ja mit 4 erweitern. Das sieht dann so aus. Ihr seht, es ist trotzdem gleich viel angemahlen, aufgrund der Gleichwertigkeit, aber ich habe die Aufteilung verfeinert durch diese 4 Spalten. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Hier müssen wir 3 Fünftel mit 2 erweitern. Das bedeutet, wir multiplizieren wieder Nenner und Zähler mit der Zahl 2. Also 3 mal 2 ist 6 und 5 mal 2 ist 10. Und unser Ergebnis ist dann 6 Zehntel. Schauen wir uns das wieder grafisch an. Ich habe hier im Rechteck ja schon 3 Fünftel eingezeichnet. Da wir hier mit der Zahl 2 erweitern, müssen wir das Rechteck in 2 Spalten unterteilen, da unsere Aufteilung ja wieder verfeinert wird. Und das sieht dann so aus. Ihr seht, ich habe nur 2 Spalten eingefügt und schon bekomme ich 6 Zehntel heraus. Im letzten Beispiel müssen wir 1 Viertel mit 5 erweitern. Das bedeutet wieder Nenner und Zähler mit 5 multiplizieren. Also 1 mal 5 ist 5 und 4 mal 5 ist 20. Unser Ergebnis ist also 5 Zwanzigstel. Wie kann man nun 5 Zwanzigstel grafisch darstellen? Wisst ihr es schon? Ganz richtig, wir müssen nur dieses Rechteck in 5 Spalten unterteilen. Schon haben wir unsere 5 Zwanzigstel dargestellt. Und so sieht das dann aus.